Ja, wir haben Oktober, den 3. und es ist wieder Pen Show in Hamburg. Ich habe heute zwei ganz tolle Akquisitionen gemacht. Die 80er Jahre sind groß und kommen und ich habe einen Titano von Montblanc gefunden. Der ist deswegen so besonders, weil er nur ein Jahr gelaufen ist. Er ist einmalig an die Händler ausgeliefert worden und danach wieder sofort gestoppt. Es gibt ihn in Anthrazit matt und in Anthrazit glänzend. Das ist die Version, die etwas öfters vorkommt. Das Besondere ist ein Beryllium-Clip, federnd gelagert. Und das geraffelte Griffstück. Ansonsten ist das ein ganz normaler Patronenhalter. Mit Montblanc habe ich gesprochen, von den Produkten sind nicht mehr als 5.000 in den Markt gegangen. Das heißt, sehr selten. Es gibt dazu auch den passenden Kugelschreiber. Das andere schöne Stück, wo ich heute nicht rumgehen konnte, ist den meisten vom Design bekannt. Es handelt sich um einen Carrera Füllfederhalter. Aber in diesem Falle scheint er ein wenig getuned zu sein. Kenner vermissen die schwarze matte Kappe und die matten Metallschaft. Hier hat jemand ganz schön mal poliert. Ich fand ihn aber so schön für den Tagesgebrauch, dass ich gesagt habe, den nehme ich jetzt mit, weil keiner hat ihn. Und jeder könnte sich gegebenenfalls selbst mal so ein kleines Teil tunen von Montblanc, weil er sieht einmalig spannend aus. 70er Jahre Original. Und wichtig hierbei ist, möglichst eine B-Feder zu finden, damit er auch bereit schreibt, weil die dünnen Federn sehr kratzen bei Carrera. Bin sehr happy damit, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Also es lohnt sich, wieder nach Hamburg zu kommen und nicht nur alte Füller, sondern die 70er und 80er Jahre sind groß im Kommen. Bis nächstes Jahr.